Salutasse, liebe Zuschauer, liebe HBW-Fans, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe nun im September des HBW Sportmagazins. Heute in einer neuen und auch fremden Location, einmal aus dem Mannschaftsbus mit unserem und meinem heutigen Gast Christoph Theuerkauf. Wir wollen über die letzten Spiele, die kommenden Aufgaben und vor allem über seine Person und die Rückkehr in das HBW-Team heute mal sprechen. Mannschaftsbus, Christoph. Man denkt immer, ja gut, im Mannschaftsbus ist alles schön, man kann fahren, man kann sitzen, man kann liegen, man fährt 7, 8, 12, 14 Stunden teilweise zu den Auswärtsspielen als südlichster Club zu den Nordlichtern teilweise dann. Wie ist es denn so in einem Mannschaftsbus hier, der von der Firma Maas hier in Balingen zur Verfügung gestellt wird? Ist es die Erholung oder eher nicht? Tendenziell wohl eher nein. Also man sieht, glaube ich, hier den Gang hoch. So viel Platz ist nicht dabei. Wir haben Spieler über 2 Meter. Ja, und dann 6, 8, 12 Stunden. Die letzte Auswärtsfahrt zum TBV Lemgo war dann, glaube ich, auch 8 oder 9 Stunden. Und ja, ist schon kräfteraubend. Aber unser Trainer sorgt dann immer noch mit ein paar Entspannungsübungen nach der Ankunft dafür, dass wir die Müdigkeit dann noch ein bisschen aus den Knochen rauskriegen. Dann wird gegessen. Und am nächsten Morgen dann noch eine lockere Trainingseinheit und dann ist die Busfahrt auch schon wieder vergessen. Gibt es Anforderungen von den Spielern, von der Mannschaft an die Geschäftsführung, wo sagt, das muss der Bus haben, damit wir uns wohlfühlen, damit wir uns erholt auf der Anreise dann auch auf dem Spielfeld präsentieren können? Ja, das wäre schön, ja. Also nein, es gibt natürlich als kleines Zückerli Steckdosen an jedem Platz, die auch Gott sei Dank funktionieren. Da haben sich Verantwortlichen bei Maßreisen echt auch gekümmert, dass wir halt, wenn so lange Auswärtsfahrten sind, auch per Laptop oder Tablets und Telefonen auch uns die Zeit ein bisschen vertreiben können. Ja, ansonsten eine Kaffeemaschine wäre ganz schön und ein Busfahrer, der uns hin und zurück fährt. Das ist eigentlich so das, was wir am meisten brauchen. Dennoch, die Messe ist klar verstanden, es ist keine Erholungs-Wellness-Fahrt hier im Bus auf den Autobahnen sowieso nicht, aber bislang hat es ganz gut geklappt. Du, lange Zeit oder eine lange Leidenszeit, sagen wir so, liegt hinter dir, warst lange zum Zuschauen verdammt aufgrund einer Schulterverletzung, bist jetzt nun seit mehreren Monaten in der Reha gewesen und nun zurück auf dem Feld. Wenn du zurückblickst, die letzten Monate, fiel es schwer, durch diese harte Zeit zu gehen, freut sich umso mehr, jetzt wieder dabei zu sein? Also das war die härteste Zeit meines Lebens, meiner Karriere. Ich hatte so eine schwere Verletzung noch nie zuvor in meiner Karriere. Natürlich hat man mal ein bisschen was mit den Fingern, ein paar muskuläre Probleme, aber dass ich mich einer derart schweren Verletzung gegenüberstellen musste, das war wirklich das erste Mal. Und ja, es war eine lange Leidenszeit, aber ich habe auch wieder viel Kraft und viel Motivation daraus mitgenommen. Und ich muss sagen, ich genieße jede Minute, die ich jetzt auf dem Spielfeld stehen kann. Jede Aktion, jedes Tor ist nochmal ein intensiveres Gefühl. Und ich habe wirklich gemerkt, dass mir was genommen wurde, was ich jetzt mittlerweile seit 23 Jahren mache und in meiner 14. Profisaison mache. Und ja, das ist entschuldige den Ausdruck, aber es ist ein geiles Gefühl, einfach in die Hallen einzulaufen, egal ob eigenes Publikum oder gegnerisches Publikum. Es ist ein ganz anderes Gefühl, Geruch. Natürlich, das Feld ist 20 mal 40 Meter und das Tor ist auch immer gleich groß, aber dieses Gefühl Bundesliga, das war mir jetzt abhanden gekommen die letzten 6 oder 8 Monate und ich habe es jetzt wieder und bin überglücklich. Du warst zuletzt dann trotz deiner Verletzung auch mit eng dabei, warst als Co-Trainer kurzfristig umfunktioniert worden. Was nimmst du aus dieser Zeit als Co-Trainer jetzt wieder mit als Spieler ins Spiel, aufs Feld? Also sehr viel sogar. Ich trainiere jetzt auch mit Julian Thoman die B-Jugend zusammen hier von der JSG Balingen. Da habe ich dann auch schon mal ein bisschen bei Gaugi reinschnuppern können und habe mir so ein paar Trainingsinhalte mit rübergenommen und ja, ansonsten muss man sagen, ist es schon ein interessanter Einblick gewesen auch. Also der Co-Trainer ist eigentlich der am wenigsten abbekommt von der ganzen Veranstaltung. Ja, man macht so ein bisschen die Statistik und ja, jetzt Ecki Norddorf macht natürlich wieder mehr als ich. Das ist natürlich auch logisch. Der übernimmt das Athletiktraining und teilweise ein paar Torwurfaufgaben. Das war nicht meine Aufgabe, aber es war interessant, mal Gaugi über die Schulter gucken zu können. Man sieht auch Dinge aus anderen Blickrichtungen. Als Spieler denkt man so, ja, warum regt er sich denn da draußen jetzt schon wieder so auf? Und als Co-Trainer merkt man dann, eigentlich haben wir das die ganze Woche besprochen. Also wenn Fehler passieren, die
klar besprochen wurden vorher, dann ist es schon mal eine andere Art des Aufregens beim Trainer und als Co-Trainer nachvollziehbar, als Spieler weiß man oft nicht, was passiert. Und das war ein ganz interessanter Blickwinkel eigentlich. Sprechen wir über die Zeit jetzt, die kommt und nicht was hinter uns lag. Schwere Verletzung vorbei. Nach einer langen Zeit nicht auf dem Feld. Was muss man sich vorstellen? Du kannst viel in der Reha trainieren, muskulär, aber die Belastung im Spiel ist doch wieder anders. Bei wie viel Prozent bist du angekommen deines Leistungsvermögens? Würdest du sagen, ich bin schon bei 100? Ja, um Gottes Willen. Also ich bin auf einem guten Weg. Ich habe auch hart gearbeitet, ein paar Kilo auch wieder abgenommen. Ist ja normal, dass man in seiner Reha-Zeit, wenn man 3 Monate überhaupt keinen Sport machen kann, auch das ein oder andere Kilo zunimmt. Habe jetzt aber auch weniger als vor, also worauf ich auch ein bisschen stolz bin. Muskulatur, Haut, alles soweit hin. Aber man sagt, man braucht so lange Zeit, um wieder bei 100% zu sein, wie man ausgefallen ist. Das hoffe ich natürlich nicht. Also ich habe jetzt die letzten Spiele auch, glaube ich, meinen Teil zum Erfolg der Mannschaft beitragen können, aber das ist alles noch nicht rund. Also ich bin, muss ich ehrlich sagen, froh, dass ich schon 30 bin oder kurz vor meinem 31. und dass ich ein paar Situationen schon mal erleben durfte in meiner Karriere und eventuell deswegen aus einem größeren Erfahrungsschatz schon mit einer gewissen Routine manche Situationen abarbeiten kann und dass es nicht mehr komplett neu für mich ist. Ich glaube, das hilft mir. Aber nichtsdestotrotz bin ich bei weitem noch nicht da, wo ich vor der Verletzung war. Das muss man ehrlich sagen. Dass du wichtig für die Mannschaft bist, wissen alle, dass wir die Gefahr wieder am Kreis haben. Nicht nur in Toren, sondern auch die Sperren selbst, die Freiräume für die Rückraumschützen erarbeitest. Schauen wir jetzt die letzten Spiele an. Sicherlich der Saisonstart des HBW nicht ganz so, wie man es sich vorgestellt hat. Erfolg nun zuletzt mit 2 Punkten zu Hause gegen Lübeck ist sicherlich wichtig, aber noch nicht so, dass ihr sagt, na, jetzt können wir uns wieder zurücklehnen. Wie war der Erfolg und die ersten Spiele in der Mannschaft diskutiert? Der Saisonstart war auf keinen Fall optimal, aber ich habe das, glaube ich, jetzt schon die letzten 3 oder 4 Jahre gesagt, dass die Liga wieder stärker geworden ist und komischerweise ist es dieses Jahr wieder der Fall. Wir haben wieder sehr starke Aufsteiger. Vor allen Dingen ist die Liga auch einfach dichter zusammengerückt wieder. Also es gibt 3, 4 Top-Mannschaften, wo es sehr schwer wird, was mitzunehmen. Aber ansonsten ist einfach dieses Mittelfeld ist enorm eng. Und da ist es schon besonders wichtig, die Heimspiele zu gewinnen. Und ja, da haben wir natürlich mit Gummersbach 2 Punkte liegen lassen. Wobei man sagen muss, Gummersbach hat sich auch wieder extrem gut verstärkt. Ist eine eingespielte Mannschaft gewesen. Aber nichtsdestotrotz, natürlich war der Druck da. Es ist aber noch nicht viel passiert. Uns war klar und uns muss klar sein, dass die Saison eine ganz schwere Saison wird und dass nicht damit zu rechnen ist, dass wir wieder 30 plus x Punkte holen, sondern dass es für den HBW und uns ganz klar um den Klassenerhalt geht und wir müssen fleißig sein, wir müssen hart arbeiten dafür, wir müssen, wenn möglich, schon 2-stellig Punkte haben, wenn wir in die Saisonhälfte oder in Saisonpause reingehen und das wird ein ganz schwieriges Unterfangen, aber ja, uns ist das bewusst, wir arbeiten deswegen konzentriert, wir haben uns auch nicht aus der Ruhe bringen lassen, haben auch den Druck, den wir nach den ersten Niederlagen hatten, in positive Energie umgewandelt und ich denke, wir sind auf einem guten Weg, wir haben gute Spieler, unser Trainerteam bereitet uns gut vor und ich bin natürlich auch angespannt, aber keineswegs besorgt, also ich glaube an das Potenzial der Mannschaft und gehe fest davon aus, dass wir unsere Punkte sammeln werden und dann auch, wenn auch schwierig oder später als letztes Jahr, dann nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Nun ist es Erfolg und Niederlage eng beieinander. Auch das Lob und die Kritik wird oft in einem Atemzug auch genannt. Nach der denkbaren schlechten Saison, im Beginn war der Kritikpunkt natürlich hier und da schon zu hören. Er sagt, die Arbeit in der Abwehr ist nicht so aggressiv, man ist zu brav, die Torhüter sind nicht da, wo sie sein sollen. Wie schafft ihr es als Mannschaft hier, diese Kritik abzuschotten und zu sagen, nee, wir sind erst im Anfang, wir müssen noch, brauchen noch Zeit und es wächst und es kommt? Oder nehmt ihr euch das auch zu Herzen? So was muss man sich zu Herzen nehmen sogar. Also Kritik ist nicht immer verkehrt, aber sie muss halt in einer gewissen Dosis und in einer gewissen Tonlage erfolgen. Also man darf sich auch mal
ganz hart die Meinung sagen, aber Kritik muss produktiv sein einfach. Also es reicht ja nicht einfach, den Hammer rauszuholen und draufzuhauen, sondern man muss sagen, ja Leute, woran liegt's vielleicht, wo kann ich dir sogar helfen? Ja? Und deswegen Kritik ist auch förderlich und in der Mannschaft muss es auch mal brennen und deswegen, also natürlich nehmen wir uns die Kritik auch zu Herzen, aber es war ja jetzt nicht so, dass wir nicht wussten, woran es gelegen hat. Ja? Man spielt auch nicht mit Absicht schlecht, das muss man auch sagen und deswegen haben wir uns das natürlich angehört, haben natürlich aufgearbeitet. Unsere Trainer analysieren dann auch immer die Spiele und die Fehler und man hat mit dem Spiel oder der Niederlage in Lemgo, muss man sagen, auch schon, da haben wir auch gut gespielt und wir haben uns einfach nicht belohnt und dann war das Fazit auch, naja, woran hat es gelegen? Schwierig zu beantworten, wir machen so weiter und haben uns dann gegen Lübecke belohnt und das werden wir auch so beibehalten. Also sicherlich darf man uns kritisieren, aber wie so oft auch macht der Ton die Musik und wenn die Musik dann anständig gespielt wird, dann nimmt man sich die auch zu Herzen. Du hast es schon angesprochen, die Liga ist dichter zusammengerutscht, die Mannschaften sind stärker geworden, die schon da waren, haben sich nochmals verstärkt, die Aufsteiger kommen schon ordentlich mit Potenzial. Die ersten Ausrufezeichen sind bereits auch von den Aufsteigern gesetzt. Wenn du die Tabelle nun heute anschaust, würdest du sagen, dass sich so das Tabellenbild bereits jetzt zu so einer frühen Situation, wo sich so bis ins Saisonende spiegeln wird, mit ein paar Plätze tauschen, aber so Meisterschaftsambitionen, Mittelfeld und eher um den Abstiegskampf? Schwierig, aber tendenziell stimme ich dir zu und sage ja. Also es wird ein Spitzenquartett geben, glaube ich, dieses Jahr. Löwen, die Rhein-Neckar-Löwen, Kiel, Flensburg und Magdeburg. Man sollte Berlin nicht unterschätzen, die sind jetzt Weltmeister, Vereinsweltmeister geworden und so. Also deswegen, für mich gibt es diese Top 4, Top 5, dann gibt es ein Mittelfeld aus wieder 5, 6 Mannschaften und dann bleibt halt der Rest im Abstiegskampf übrig. Ja, es ist ganz, ganz dolle wichtig, dass man seine Heimspiele gewinnt einfach und auch bei den Auswärtsspielen, also für eine Mannschaft wie uns jetzt, wie den HBW, einfach auch auswärts sich am besten eine Liste vornimmt mit Aufgaben, die man sich stellt, die abarbeitet. Und wenn man das dann erfolgreich bearbeitet hat, dann kann man auch sagen, okay, dann war der Gegner heute einfach besser. Aber wenn der Gegner nicht gewinnen will, muss man da sein. Und ich glaube, damit steht und fällt so ein bisschen auch die Meisterschaft und der Abstiegskampf. Wer solche Spiele durchdrücken kann, einfach auch mal glücklich oder warum auch dreckig mal einen Punkt auswärts zu ergattern. Ich glaube, das wird dieses Jahr den Unterschied machen, sowohl oben als auch unten. Schauen wir voraus, das nächste Spiel zu Hause vor allem, das Derby, Göppingen. Jeder freut sich immer drauf, weil Göppingen was Besonderes ist. Als Nachbarclub, die Stimmung wird besonders sein. Wie geht man als Spieler bereits heute damit um? Vor allem, wir sehen sie ein paar Wochen später auch im Pokal nochmal zu Hause. Ist es für dich auch als Nicht-Balinger, Nicht-Schwabe, nicht als, du weißt, wie ich es meine, was Besonderes, so ein Derby? Ja, natürlich, man kommt ja gar nicht drum herum, aber nein, ich bin jetzt auch im vierten Jahr hier und ich habe jetzt schon das ein oder andere Derby gespielt, auch schon gewonnen, aber auch schon ordentlich auf die Mütze bekommen und auch wenn man sich gut mit den Jungs versteht, brennt es natürlich, also das ist klar, ja, also ja, Balingen-Göppingen, da kann man nicht, da muss man nicht viel zu sagen, dass wir dann natürlich im Pokal aufeinandertreffen nochmal, ist nochmal brisant, bringt nochmal Brisanz mit, aber ja, nichtsdestotrotz, wir wollen das Spiel auch gewinnen, genauso wie jedes andere Spiel auch. Es wird nicht einfach, aber ja, wir gucken mal, was so geht. Wir haben jetzt das erste Erfolgserlebnis gehabt und nächstes Heimspiel ist dann schon wieder Göppingen. Und ja, vielleicht klappt es da auch. Wir werden das Ding auf jeden Fall wie ein Derby angehen und alles in die Waagschale werfen, was wir haben. Und man muss auch sagen, wir sind, glaube ich, von der Kaderstärke auch der Außenseiter. Und ich glaube, die Rolle liegt uns auch ganz gut. Wir haben es schon in den letzten Wochen hier und da auch im Sportstudio ab und zu angesprochen. Neuer Kapitän, neue Rollenverteilung in der Mannschaft, in der Kabine. Du bist in dem Mannschaftsrat mit deiner Erfahrung zusammen mit Böhmi und den beiden Kapitänen zugegen. Was für ein Aufgabengebiet kommt dem Mannschaftsrat dir speziell? Was ist zu tun? Wo erwartet der Trainer die Meinung des Mannschaftsrates? Wo ist es eher in der Kabine? Naja, also Böhmi und ich erzählen ja sowieso relativ viel, auch wenn wir nicht gefragt werden. Deswegen ist da die Aufgabenverteilung nicht ganz so klar rauszustellen. Aber nein, Spaß beiseite. Also Martin und Sascha sind natürlich klar auf dem Spielfeld. Die Anführer, die Wortführer.
Und der Mannschaftsrat hat dann so, ja, wenn mal was nicht läuft oder wenn was besonders gut läuft, dann gibt es Belohnungen oder Bestrafungen oder man tauscht sich da so ein bisschen aus. Manchmal ist es einfach gut, noch eine Meinung mehr zu haben. Und ja, das ist von der Mannschaft gewählt worden. Ich glaube, die Zusammenstellung passt ganz gut. Wir versuchen immer, das Interesse aller irgendwo zu vermitteln, sowohl dem Trainer gegenüber als auch dann die Meinung des Trainers so ein bisschen auf mehrere Schultern verteilt der Mannschaft gegenüber zu präsentieren. Und ja, eigentlich, wie das halt in der Familie so ist, es gibt Familienoberhäupter und dann gibt es die ein bisschen darunter gestellt sind. Und ja, jeder darf seine Meinung sagen, aber wir sind halt die dann am Ende dafür den Kopf herhalten müssen. Und was nicht heißt, dass die anderen nichts sagen dürfen, aber wir sind dann schon die dafür dann auch gerade stehen müssen, wenn mal was nicht so Schönes erzählt oder verbreitet werden muss. Ich denke, wir haben wieder vieles gelernt, vieles erfahren rund um den HBW, rund um den Christoph. Wir gemeinsam hoffen natürlich alle, dass es erfolgreich weitergeht in der ersten Bundesliga mit dem HBW. Sollte es dann nicht so laufen, haben wir heute gehört und gelernt, dass die Kritik wohl zu Recht angebracht werden darf, wenn sie konstruktiv dann sein soll. Wir wollen nicht auf die Mannschaft einschlagen, sondern sie unterstützen. Das hoffen wir alle gemeinsam, weil gemeinsam haben wir die letzten 10 Jahre oder 9 Jahre auch geschafft und dann noch das 10. Jahr gemeinsam schaffen. Dankeschön für die Aufmerksamkeit und das Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.